zu sehen, was die man normalerweise nicht so oft sieht. Ich könnte die Teams die Map mittlerweile selbst nicht mehr sehen. Kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Ersten Knives. Relativ ausgeglichen. Globe und Ammo noch mit 100. Trouble jetzt noch mit 100. Ich glaube, auf Inferno ist es auch nicht ganz so wichtig, ob man als CT oder T startet. Also. Ja, CT wäre schon nicht so verkehrt, ne? Aber es ist halt als T auch spielbar auf jeden Fall. Definitiv. Also anders als auf Nuke oder Train, wo man dann vielleicht lieber, deutlich lieber als CT starten möchte. Und dann können wir loslegen. Erste Runde, Gruppe A, Team gegen Planet Key auf D-Inferno. Team fängt als CT an und die Jungs von Planet Key dürfen als T starten. Mal schauen, was sie sich in der ersten Runde da überlegt haben. Ist für das Match jetzt gar nicht so verkehrt, glaube ich, wenn Planet Key auf der T-Seite anfängt. Könnte sehr spannend werden. Und sicherlich eher ein Vorteil für Team. So, sieht bei Richtung A orientiert aus. Globe und Ammo relativ offensiv in der Banane. Oh, Star Wars, schöner Headshot gegen Globe. Das spielt Planet Key jetzt gut. B eingenommen, Druck gemacht und jetzt sofort Vollgas Richtung A. Und das geht auch noch perfekt aus. Sie haben jetzt eigentlich nur den Spieler im Haus. Robson. Ja, Dennis, der kann die Steps aber ansagen. Dennis und Robson, die das jetzt halten müssen. Und Robson macht aber einen guten Move. Muss mindestens zwei machen. Ah, macht einen. 3 gegen 3 Situation. Meiner Meinung nach so ein bisschen der Vorteil auf Seiten von den CTs. Haben eigentlich noch relativ viel Kontrolle für den Retake. Gerade Robson. Könnte schon aufgehen. Wenn da jetzt nicht einer völlig eskaliert on spot. Upsi. Glüh mit 2. Das zu dem Thema. Ja. Ah, Nex macht die Runde, ja. Das war krass von Klü. Bin in einer Reihe aufgestellt. Na gut, Dennis hätte eventuell ein lang, ein bisschen, wenn er da früher den Frag zieht, dann sieht das gut aus für die CTs. Er hatte richtig Probleme da gerade eben. Aber trotzdem, schöne Runde von Klü. Und jetzt die Anti-Eco souverän runterspielen. Das ist auch so ein Thema in Go, wo man sagen muss, Anti-Ecos werden häufig abgegeben. Also häufiger ja, als noch in Source oder 1.6. Ja, also Source war es ja schon teilweise brutal mit der Diege. Aber die CZ steht dem Ganzen halt nichts nach. Das ist halt schon brutal, was du an Anti-Ecos holen kannst. Weil du merkst halt auch, also zumindest wenn ich selbst spiele, dass du halt auch viel mutiger wirst so eine Anti-Eco, wenn du so eine CZ in der Hand hast, als früher irgendeine andere Waffe oder sonst was. Also du traust dich halt auch einfach mal was. Das und nicht verkehrt. Ja, Globe jetzt alleine am B. Tims und Robson Richtung CD-Base schon verschoben. Dennis, vielleicht mit dem Frag. Will rausnehmen? Nee. So, Planet Key schiebt jetzt nochmal. Wollen komplett den A anspielen. Und Globe hat aber die Info. Globe hat jetzt schon Banane ausgeschlossen. Richtig gutes Timing bei Globe. Also, er kann das zu 100% ansagen. Tims kann auch schon wegrennen. Jetzt sind sie mit Robson und Dennis im Sand am Dildo, beziehungsweise am K. Und Tims gegen Trouble und der Angle Nup, ja. Okay. Geile Position von Robson. Hab ich gar nicht gehört. Welche meinst du? Welche war da? Wo war er stand das? Irgendwo hinter dem LKW ein bisschen versetzt, aber so, dass man ihn nicht sehen konnte. Das war nicht verkehrt. Ja, 2-0 Planet Key, souveräne Anti-Eco. Und Team steht wieder Standard. Also kein besonderer Move in der Eco. Dennis versucht da Haus auszuschließen. Ich glaube, offensiv Banane und fällt gegen Trouble, eh? Ja, Robson fällt auch, Dennis noch im Haus. Auch nichts mehr machen können, alle so ein bisschen Frag. Einzeln. Ja. So, viel Spaß, Amo. Tschüss. Ja, ich weiß, also
vielleicht jetzt, wo ich noch mal eine Sekunde länger drüber nachdenke, wäre das vielleicht sogar für Team besser gewesen, auf der anderen Seite anzufangen. Sie sind ja nun mal bekannt für ihren gasenden Spielstil. Also vielleicht hätten sie damit sogar Planet Key ein bisschen auf der CT-Seite auf den falschen Fuß erwischt. Also sie sind ja nun mal bestimmt nicht das taktischste Team, sondern einfach eher die Reingaser. Also ich glaube auch schon das eine oder andere Mal gesagt. Also dieses taktische Spielen ist nichts für ihn. Spielt ja ungern. Zum Beispiel jetzt Amo. Schön gespielt von Amo. Amo liegt aber auch. L-Katastrophe. Ja. Aber Trouble komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Also jetzt Banane komplett eingenommen von den CTs. Und haben da genug Infos. Und können sich jetzt auf den A konzentrieren. Eventuell sogar Globe zurückverschieben. Eigentlich macht Team das gut, haben immer noch Kontrolle in der Banane. Ich weiß, haben sie noch Equipment? Armo hat nichts mehr. Globe hat auch keine Smoke mehr. Also ist gar keine Smoke mehr. Den aber eigentlich ganz gut. Ach, schön, wenn von Robson. Globe gleich den First Contact. Boah, Robson durch die Smoke gegen Nex. Wie bekannt. Spuxi fällt gegen Armo in der Banane und jetzt ist es nur noch Klü gegen 4. Der war komplett blind von seinem eigenen Flash. Ja, schön. Schöne Runde von Amo. Gutes Spiel von Amo, ja. Robson 2 in der Action gemacht. Und dann erste Runde für Team. Beschissenste Teamnamen, den ich jemals gehört habe. Sehr unkreativ, Jungs, ne? Also, gerade Dennis und Glob. Nochmal ein bisschen die Kreativitätskeule schwingen. Das nächste Mal. Ne, aber Amo hat es wirklich gut gemacht. Er hat die Smoke da unten ausgenutzt. Ich gehe ja schon davon aus, dass die von den Tätis kamen. Alles andere wäre ein bisschen dumm. Anscheinend hatte Planet Key das überhaupt nicht um Schirm. Jetzt wieder Globe genau offensiv und Globe fällt wieder. Das ist halt das Problem, wenn du dann gegen aimstarke Leute spielst wie Planet Key und dann einfach nur reingast, ohne groß zu flashen. Ja, der Move an sich war jetzt nicht so clever. Ja. Also, da war halt gar nichts. Es ist einfach nur wild reingehalten, sozusagen. Jetzt wird vielleicht ein bisschen am falschen Fuß erwischen, aber... Robson, gegen Star Wars. Und wenn Planet Key jetzt Richtung B sich orientiert, steht Team gar nicht so schlecht mit zwei Mann. Struxi und Trouble in der Banane und jetzt verschiebt Tims, dem Klü da ein bisschen Stress macht auf dem A-Spot. Und das war gut gespielt, aber Tims riecht es ein bisschen, kommt jetzt wieder zurück. Und Amo und Tims gegen 3. Ein Backstabber haben sie noch mit Klü, der hört die Steps aber nicht, oder? Hat es gehört? So, macht den Track gegen Nex. Wenig Zeit. 8 Sekunden. Bombe kann aber gedrückt werden. Klü gegen Tims. Jetzt sind es nur noch Robson und Dennis. Dennis gegen Trouble, gegen 2, gegen Klü und Struxi. Move aber auch nicht besonders gut von Trouble mit den Low AP. Nee. Weil es bekannt, wo beide sind, also guter Move von Dennis. Schade. Struxi macht den Frag und damit 4-1 für Planet Key. Also Globe sollte da vielleicht, sollte auf gar keinen Fall weiter so aggressiv spielen. Oder wenn aggressiv, auch vielleicht mal mit ein bisschen Equip und nicht sinnlos in die Banane rushen. Weil das wird vielleicht gegen das eine oder andere Team funktionieren, aber nicht gegen Jungs wie Trouble oder Klü. Wahrscheinlich auch das, was immer ein großes Problem bei dem Team, beziehungsweise rund um Globe, ist halt wenig taktisch ist, sondern halt viel auf Gas. Und ja, gutes Team ist halt... stellt sich da schnell drauf ein. Ein House-Stack von Robson und Dennis. Klü ist da schon relativ close, aber er wird da nichts machen, er wird nur abschimmeln. Und Planet Key versucht da irgendeinen Frag zu ziehen. Wartet auf den Offensiv-Move von Team. Ja, wird auch gleich gemacht von Tims in der Mitte. Oh, der fällt ja, aber und sofort. Da ist er wieder. Also sie werden dann auch teilweise echt ein bisschen ungeduldig.
Und eigentlich einen schönen Stack im Haus und bin eigentlich gezwungen, den wieder aufzulösen. Wird Robson auch wenig machen können. So lang ist durch, Flash ist da, Robson. Einen Robson 2! Diese Caster Calls. Oh, Dennis gegen Trouble und jetzt fällt Robson. Struktion Klü. Klü Nummer 33. Struxi nur noch mit 36. Die Runde ist machbar. Definitiv. Klü gegen Globe. Klü 101. Gegen Dennis. Oh, oh, oh. Wer das verliert, kann sich was anhören. Oh, und Dennis spielt das nicht gut. Er ist, also Dennis hat eigentlich noch gar keine Notwendigkeit dazu, diffusen. Die Flash ist halt nicht gut gewesen und... Keine Ahnung. Also undiffusen okay, aber durchziehen war eigentlich in der Situation jetzt nicht so brillant. Oh, 5T-Runden schon für Planet Key. Ja, 5T-Runde. Und man muss sagen, Planet Key hat eigentlich noch gar nichts gemacht. Warten einfach nur auf die Fehler oder auf die Offensiv-Moves. Ja. Aim die Jungs ab. Jetzt wieder Offensiv-Ammo mit dem Frag gegen Nex. Ja, das ist aber jetzt mal ein vernünftiger Move. Schön Trouble. Hätte bekannt sein müssen noch. Also Amo bist ja eigentlich mit einer guten Leistung. Wieder ist relativ clever. Robson wird gut geflasht. Kann Flü aus dem Spiel nehmen. Star Wars kann Tims auf 1 AP runterschießen. Jetzt geht's Richtung Banane, da steht Amo. Ja, das muss man jetzt auch machen, man weiß, dass beide Spieler auch in der Mitte sind. Ich bin von Struxi. Und Struxi gegen 2. Tims nur noch 1 AP. Wenn Tim Style jetzt move, dann ist der größte Fehler überhaupt. Es ist eigentlich sauschwer zu holen für Struxi. Gerade so aus der Position finde ich das immer sehr, sehr schwer, eine Runde zu holen. Aber kriegt mit Tims vielleicht einen Easy Frag. Oh, die Flash. Die Flash hat es gebracht. Und die zweite ist. Die zweite sitzt, ja. Ja, aber Tims zieht durch. Ja, schafft er. Der geht durch, ja. Zweite Runde für Team. Schön gespielt von Amo da an der Banane. Also, das hat zum Beispiel wieder Sinn gemacht, mit dreimal in Richtung Banane zu gehen. Nicht einfach Globe vorne wegschicken, sondern dreimal, dass man da zumindest den Refrag setzen kann. Und dann kann man auch nicht einfach gepickt werden da von Trouble und Klü. Mal schauen. Schneller Banane, go! Oh, Amo fällt. Schöne Shot von Trouble. So, jetzt kommt auf Globe an. Oh. Und der fällt auch sofort. Mindestens ein zu wenig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt immer so diese Frage gegen die Eco, ne? Hältst du jetzt den Strahl rein und machst halt dann deine Frags gegen die Eco? Oder spielst du es total safe und gehst zurück? Das ist immer nicht so leicht, die Entscheidung. Zum Nachhinein weiß man das natürlich besser. Noch nicht. Aber Tims und Dennis über Bait. Gute Posis. Und das haben sie gut retaked. Guter Retake. Ah, beim Retake auf B, wenn man dann über Ruine kommt, über Spade kommt, dann hat man halt schon den Vorteil als CT. Und dann mit zwei Mann war es schwer zu halten für Planet Key. Vor allem war es jetzt halt trotzdem wichtiger, mal jetzt die Folgerunde auch zu holen. Also wenn sie jetzt sie verloren hätten, die Eco. Seit 6 Runden Planet Key, dann hätten sie wahrscheinlich auch noch die 7. Runde und das seit als T mit 7-3 schon mal in Führung zu sein. So, hilft auch schon mal ein gutes Polster und auch hier wieder Vollgas in der Banane. Die Smoke liegt halt schon wieder nicht, also daran sieht man halt vielleicht so ein bisschen, dass da taktisch jetzt nicht so die Finessen drin sind. Man hat viele Stunden am Server verbracht mit Smokes und Flashes, so wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht's Mitte hoch, da steht Tims. Er zieht sich gut zurück und wird jetzt unterstützt von Dennis. Schöne Nate. Ja, das ist dann gut gespielt von den beiden. Oh, Robs mit Problemen gegen Nex von hinten. Oh, gute Flashes von Dennis. Und jetzt ist nur noch Klü. Und das ist die 4. Runde für Team. Also die Jungs kommen besser ins Game. 3 Runden in Folge geholt.
und Eco bei Planet Key. Struxion Klü mit Kevlar und Helm. 3 C-Sets am Start und jetzt geht's wieder relativ schnell Richtung. Und diesmal stehen sie nicht offensiv. Smoke blockt den Push direkt. Und gehen aber trotzdem durch. Denn es ist nur ein, oder sind noch zwei Ammo? Ammo 2. Ammo den dritten. Robson macht Stavros. Ausgleich für Team 5 zu 5. So, und Planet Key muss jetzt halt schauen. Also im Moment hat Team eigentlich immer ein gutes Gefühl, wenn sie da zu dritt die Banane spielen müssen. Und auch jetzt, naja, diesmal nur zu zweit. Ammo geht dann nur auf Info. Und diesmal liegt die Smoke aber. Glückwunsch. Das sechste Mal versucht und dann hat es funktioniert. Tausendmal versucht. Ach, Klü gegen Robson im Haus. Ja, das klappt jetzt gerade ganz gut bei Team. Also das, was Planet Key eigentlich eben noch gut gemacht hat, mit dem defensiven Up-Aim, klappt jetzt gerade nicht so. Stehen da jetzt doch ein bisschen offensiver als vorher. Nehmen jetzt die Banane verzögert ein bei Planet Key. Trouble in der Mitte. Stavros im Haus. Trouble hat eigentlich schon viel Raum eingenommen. Wichtig ist jetzt das Duell an Lang. Tims gegen Trouble. So viel dazu. Frack, schön. Aber B-Spieler machen gar keine Anstalten zu verschieben. Smokes liegen okay. Robson on Spot fällt. Oh, Dennis im Sand. Guter Move. Kein guter Move von Robson. Kriegt da keine Hits. Und jetzt sind es nur noch Ammo und Globe. Versuchen's. Ja, es ist schwer. Also eigentlich sollten sie die Waffen wegbringen. Gegen 4, die Mollo kommt, das ist. Das sollten sie nicht versuchen, da bleibt auch einfach zu wenig Zeit. Kriegen keinen schnellen ersten Frag. Ammo jetzt gegen Stavros. Ne, Globe macht den Frag. Globe den zweiten gegen Trouble. Haben sie eigentlich schon das Optimale dann da rausgeholt. Zwei Waffen noch gezogen. Und erneute Führung für Planet Key. Schnell Richtung Banane. Ammo zieht sich sofort zurück. Oh, wieder Ammo. Aber es ist wieder Glaubt er als erstes Feld, also. Schöne Mollys. Boah, gut gemacht. Und Ammo einfach mal weggebrandet. Ja. So schwer das ist, eigentlich müssen wir jetzt sofort wieder die Waffen wegbringen. Also, Planet Key steht da perfekt. Dennis macht zwar noch gute Hits, aber gegen 5 Mann komplett B-Spot eingenommen. Ist nicht retakebar und das machen sie jetzt richtig, dass sie die Waffen durchbringen. Ist auch nicht mehr so viel Geld vorhanden bei den Jungs. Und das wird die siebte Runde sein für Planet Key. Also, Glock gefällt mir im Moment überhaupt nicht. Also, der macht viele, viele Fehler gerade in der Banane. Geht sehr oft sehr, sehr früh drauf. Gleich im Moment Ammo, der so ein bisschen die Lanze hochhält für Team. So, die Frags schauen, ja. Robson mit 14 Frags, Ammo mit 10. Und bei Planet Key, Klü mit 15. Danach Trouble und Next jeweils mit 9. Jetzt wieder der 3-Mann-Push. Richtung Banane und jetzt ist die, liegt die Smoke, jetzt hat man die Banane komplett eingenommen. Jetzt schiebt einer zurück, aber Planet Key reagiert eigentlich gar nicht so schlecht. Macht den Fracking Trouble. Macht das ist zu einfach. Das ist wirklich zu einfach gewesen, wie sie das jetzt an lang gemacht haben, Planet Key.
glaube, fällt auch. Ich glaube, ist gar nicht im Spiel drin. Nee. Das war eigentlich gut gespielt von Tims. An lang. Macht da zwei Frags, aber Globe dann wieder leicht gefallen. Und jetzt Überzahlsituation wieder für Planet Key. Schon Fracking. Ammo. Und Dennis wird die Waffe durchbringen wollen. Das macht er nicht. 8 zu 5, also 8 T-Runden ist schon eine Hausnummer. Ja, aber wie du schon eben sagtest, ne? Es war gerade wieder so ein bisschen Globe, der so eigentlich eine super geile Position hatte. Wo sie überhaupt nicht mit gerechnet haben und ja. Beämt halt wieder. Er hat doch nur 4 Frags auf seiner Seite, also es ist einfach zu wenig, wenn man dann gegen Planet Key gewinnen möchte. Oh, Ammo nur mit dem Hit. Aber die Neck kommt. Schön gespielt von Ammo. Dennis gegen Star Wars. Sag mal, eine zweimal über Ammo. Was war mein Gesicht von Nex gegen Ammo? Ammo verschießt und Nex denkt sich so, ach, meine Chance, tschüss. Aber auch Globe, der den Refract nicht setzen kann. Oh, Smoke liegt gar nicht. Also Smokes, sind überbewertet bei den beiden Teams irgendwie heute. Oh, Versuch's. Dennis mit der Arbe. Das ist eigentlich nicht so sein Spezialgebiet. Zeichnet sich selbst als die schlechteste AWP der Welt. Oh, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, clear aber noch. Also 9 T-Runden ist schon heftig. Also, keine Ahnung, mir hat es eigentlich besser gefallen, wenn sie wirklich Druck an der Banane ausgeübt haben, Team. Ja. Also, aber auch vernünftig Druck, also wenn die Smoke auch mal vernünftig liegt. Und Globe dann halt vielleicht nicht sofort stirbt. Das wäre halt schon ganz geil. Das Problem aber ist gerade auch gewesen, du hast halt eine zweimal Überzahl-Situation und kriegst halt keinen Kill auf B. Ja, also auch da wieder, also es kann halt passieren, dass die AWP verschießt, aber dann muss halt auch der Refract fallen direkt. Oh, die HE sitzt. Dennis steht da ganz gut, veraimt. Gerade weg, oder? Dann kriegst du auch noch guten Schaden. 28 AP. Robson, schöner Fracking Struxi. Die ist ein bisschen entsetzt, wo war das denn jetzt? Schöne Flash von Robson gegen Mitte. Robson gegen Stavros. Also Robson spielt ein gutes Match. Zusammen mit Ammo. Ja, absolut. Mal schauen, Dennis wieder gute Position. Oh. Ja, Dennis kann jetzt beide machen. Immerhin. Next raus. Klee, 1-on-3. Den eigentlich gar nicht so schlecht für Klee gerade. Beispiel in der Mitte, Bombe hat er und gegen Lang kann er eventuell jetzt gleich was machen mit einem guten Timing. Jetzt sieht er, jetzt sieht er. Oh, sieht er nicht! Nee, hat das nur Fokus nach rechts. Aber 9-6 ist natürlich trotzdem ultra schwer zu holen für Team. Ja. Ja, Pistol halt abwarten, ne? Wie so oft. Also wenn sie Pistol holen, dann ist es zumindest vom Gefühl her ausgeglichen, aber als T kommst du halt natürlich schneller unter die Räder. Ich glaube trotzdem, dass die T-Seite da eher die Seite ist von Team. Und wenn Globe dann vielleicht jetzt ein bisschen wach wird, dann könnte das schon hinhauen. Ja, mal schauen, ob wie Planet Key auf das schnelle Spiel reagieren wird. Ob sie da gut mit zurechtkommen. Weil ich bezweifle, dass Team da groß irgendwelche Aufbaus spielen werden. Wenn man sich Sets angucken, 18 bei Robson, 11 bei Dennis und Ammo, 6 Tims, 4 Globe und Klü 19, Next 13, Struxi mit 7, Trouble mit 9 und Stavros auch nur mit 4.
Aber 4 auf der CT-Seite ist einfach zu wenig. Vor allem wurde B auch sehr, sehr oft eingespielt. Und Glob hat einfach viel zu wenig daraus gemacht. Und ist Pause? Oder? Ja, der E-Bot hat wieder mal Party. Achso, der E-Bot, ja stimmt, E-Bot hat. Man nannte es auch die E-Bot-Party. Dim, 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 dim. Ich liebe es. Ja, gut, ich meine, was wäre denn bitte irgendein Cup oder ein Event ohne Mappen? Aber gestern ging es eigentlich. Also, die Gfinity ging ziemlich gut. Außer das. Samstags ging richtig gut. Ja, gut, samstags vielleicht nicht, aber der Sonntag war überragend. Ja, Samstag auch. Der Sonntag war der beste. War der überragendste Samstag in meinem Leben. Ja, komm, ich bin auch nachher auch reingesprungen, ihr habt das schon mitbekommen. Kurz nach dem überragenden Sonntag, den ich die Woche davor hatte. Also, ich habe nur noch überragende Wochenenden. Hey, wir spielen eine Runde. Pause. Ach, geil. Problems? Nein, läuft alles super. Aber ich finde, die Veranstalter haben sich gestern auch richtig mit Ruhm bekleckert. Was haben sie gemacht? Genau, zum Finale musste die Halle geräumt werden. Wurde dann einfach ohne Publikum gespielt. Ist auch schön. Ist so, als würdest du, wer im Finale spielen, sagst so. Brasilien wird jetzt leer geräumt, ihr müsst jetzt leider alle aus dem Stadion. Stimmung macht wer? Ja, wir haben hier Soundboxen. Da Infos haben wir auch nicht. Wie es weitergeht. Ja, das ist, glaube ich, Cartmans Aufgabe. Und der Zeit. Bestimmt. So, sollte Herke nicht für morgen lernen, ja? Sollte es lernen. Es geht ungefähr, es ist ähnlich wie bei Tuscan. Wann geht's denn weiter? When it's done. Ach ja. Aber es gehört auch zum Spiel dazu. Das wäre auch langweilig ohne Pausen. Ja, klar, wäre total langweilig ohne Pausen. So ein flüssiges Spiel wäre total langweilig. Das würde mich ja richtig ankotzen. Ja. Kann sich gar nicht schön unterhalten. Ja, und dann hast du noch, wer ist das denn jetzt hier, der hier die ganze Zeit seine Weapon droppt wie so ein... Hör auf jetzt! Wer ist das denn? Das ist Dennis. Ich chatte ihn an. Er ist wahrscheinlich eh offline. Oh nee. Danke. Siehst du? Der ist sowieso online. Ja klar. Natürlich. Höchst professionell offline. Wer ist professionell offline? Dennis, ja. Stell dir vor, du wirst angeschrieben mit dem Spiel. Du musst ja voll im Fokus sein. Ja, Dennis. Dennis ist auch Fokusspieler Nummer 1 in Deutschland. Sehe ich ähnlich, ja. Ah, Dennis ist schon in Ordnung. Aber er hat ja ein bisschen abgebaut. Das ist halt so unfassbar schade. Ich habe ihn so gefeiert in den letzten Jahren, aber jetzt so, seitdem er dann bei Planet Key angefangen hat, ging es halt echt, nach den Finals ging es noch, aber dann würde ich so ein bisschen bergab bei ihm. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, ob es da irgendwie an der Motivation auch bei Planet Key gelegen hat, aber eigentlich ist es ein richtig starker Spieler. Mal sehen. Vielleicht fängt er sich ja wieder. Jetzt fängt er schon wieder an. Ah, Dennis ist disconnected, hat er auf dich gehört. Ah, Dennis, das war doch gar nicht so gemeint. Dennis. Nee, du hast ihn jetzt demotiviert. Dennis? Oh, Menno. Kann Dennis auf die Finals gehen oder muss der auf den Hund aufpassen? Ich denke, die haben extra eine Lounge für den Hund eingerichtet. Für die es interessiert, gibt es ja vielleicht doch ein, zwei Leute. Playing Ducks spielen gerade das 2, also Playing Ducks gegen Alternate. Die Playing Ducks auf der T-Seite und Alternate auf der CT-Seite und die Playing Ducks führen aktuell 5-0. Ja, 5-0. Könnte aber jetzt auch das 5-1 werden. Ja, Ultimate Nate war auch, glaube ich, im Bootcamp sogar. Und die Ducks haben, soweit ich weiß, Online-Bootcamp gemacht. Das Wochenende. Also die sind auf jeden Fall vielleicht ein bisschen motivierter als Ja, also ich weiß nicht, ich habe am Wochenende mit Kevin auf jeden Fall noch FIFA gespielt. Also sie haben schon ein bisschen trainiert. Sie haben schon trainiert, ja. Also, laut Kirby. Ist natürlich auch ein bisschen schwer mit den beiden Dänen da im Team.
wie man gehört hat. Ja? Ja. Soll es schwer sein? Nee, ja. Da bist du ja eher drin. Also ich bin ja nicht in Kirby drin. Nee, in Kirby drin bin ich auch nicht, aber... Oh. Ja, die beiden sind natürlich, also die beiden denen sind natürlich auch mega gut. Ja, Colon ist, richtig stark. Crazy ist halt, ja, ein Spieler für sich. Ich habe ihn jetzt noch nicht kennenlernen dürfen, zum Glück oder leider, das weiß ich noch nicht. Aber der steht schon gerne im Fokus. Nicht unbedingt immer positiv. Nett ausgedrückt von dir, ja, so kann man es sagen. Ja, ist eine Caster-Erfahrung. Stark. Nein, also er ist sicherlich kein schlechter Spieler, Crazy, aber er nimmt sich halt sehr oft sehr, sehr viel raus und man muss ja dann auch wiederum sagen, so viel hat er ja noch nicht gerissen. Ja, also. Das stimmt wohl. Er ist sicherlich nicht schlecht und ich glaube aber auch, dass es da harmoniert. Weil das, glaube ich, 5 Spieler sind, die respektvoll miteinander umgehen. Und außerdem hat man mit Kevin ja nochmal den stärksten Aimer Deutschlands. Das ist richtig. Kevin hat wirklich ein starkes Aiming. Kevin ist ein guter Spieler, definitiv. Ja. Viele glauben, ich trolle, aber Kevin hat ein richtig gutes Aiming. Ist bei ihm halt vielleicht oft so ein bisschen so der Kopf, der dann ein bisschen daneben hängt, klingt halt so fies, aber ist halt vielleicht vom Kopf her ab und zu mal ein bisschen, soll ich das jetzt ausdrücken? Und das klingt, als hätte Dennis nicht voll einen an der Scheibe. sagen wir es mal so, wenn es ums Granaten gehen würde zum Beispiel, ist er vielleicht nicht immer so on point. Glaube ich, also besser konnte ich es nicht umschreiben. Perfekt. Ja, es geht weiter. Endlich, E-Bot ist ready. E-Bot hat Party beendet. Oh, aber Star Wars hat doch Lust. Ne? Doch. Und direkt 4 Mann schnell Richtung Teppich unterwegs. Oh, also der Navi-Go bei Team. Lässt man sich richtig was aus... Haben sich richtig was ausgedacht. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein guter Go. Also schön gegen Max. Wie on-spot. Nach wie vor stellt er auch nicht um, also spielt nach wie vor seine ZZ noch. Finde ich ja zum Beispiel in der Pistol völlig. Also Pistol finde ich hier auch nicht so gut. Finde die Glock da einfach zu stark gegen. Glock gegen Star Wars. Das sollte durch sein. Ah. Das ist die Pistol für Team. Wenn sie die Anti-Ecos souverän runterspielen, steht es 9-9. Wenn. Dieses Butterfly-Knife, das höre ich jetzt sogar zum ersten Mal. Das flitscht ja richtig. Ist ja auch ein Butterfly-Knife. Ja, klasse. Ja, klasse. So muss das sein. Ja, aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Jetzt einfach mal die Pistol holen und dann kann man aufschießen. Robson geht ja auch gerade ein bisschen runter, der hat halt auch schon 21 ab. Und Stavros mit seiner heißgeliebten P250, die liebt er ja wie nichts anderes. Oh, schöner Tower. Okay. Früher hat man gesagt ERS Tower. Gibt's ja glaube ich nicht mehr. Also, die Bezeichnung. ERS eh nicht mehr. ERS A-Series Tower. Nicht? Wenn man halt A-Series Tower. Dennis ja, S-Tower klang einfach cooler. Sieht eigentlich ganz gut aus, die Anti-Eco gerade. Oh, guter Bank von Dennis. Schön von Struxi, dann gut weg. Er holt noch Zeit raus, er holt viel zu viel Zeit raus. Und noch gute Hits. Travely ist schon schnell da und kurz. Und Glob und Dennis, beide low HP. Und Stavi verrät sich. Wenn Stavi sich da nicht verrät, dann holt er die Runde. Ach, ist das bitter für Stavi. Er sieht halt den Hintern da auch von der Ecke rausgucken und will auf den Hintern schießen, trifft den Hintern aber nicht. Trotzdem, dann war's vorbei. Trotzdem gute Eco vom Planet Key. 3 Waffen gezogen. Ja, war noch ein bisschen mehr drin, leider. Hätte vielleicht einen Ticken länger warten sollen auf Trouble auch. So, also die haben halt beide so eine Art Joker-Pose gerade. Sims gegen Stavros. So, wir machen noch einen Frag und das ist 9-9. Und mal sehen, wie Planet Key jetzt auf dieses schnelle Spiel reagiert.
Und in der Pistole waren sie komplett überfordert. Stavros ja auch in den letzten Tagen, eigentlich, das merkt man halt jetzt gerade, wie Stavros hat halt 4 Frags, aber der war jetzt auch gerade in Spanien auf der DreamHack und alles richtig gut in Form. Ist halt auch sau wichtig, dass Stavros seine Hits setzt bei Planet Key. Eigentlich ein richtig gutes Aiming hat. Und kriegt jetzt aber, Besuch. Ja. Sieht euch Deckung kennt man. Gut Anti gespielt. Vielleicht hat man so ein bisschen Erinnerung von der DreamHack, da haben sie es genauso gespielt. Schön von Robson. Und kann man eigentlich schon die Waffen durchbringen? Und dieses schnelle Spiel beschert Team jetzt die erste Führung, ne? Die erste Führung in dem Spiel, in dem Match. Also es ist wirklich kein großes Zögern, nicht so wie andere Teams, wie zum Beispiel Navi, die erstmal eine Minute verstreichen, bis sie aus der T-Base rauskommen. Da wird sofort halt die Banane eingeschlagen und dann warten wir mal 2 Sekunden, Flash, auf geht's. Und wenn dann die Hits sitzen, dann ist es auch gut gespielt. Ja, jetzt ist halt die Frage bei Planet Key, was macht man? Man weiß halt eigentlich, dass Team sau schnell spielt. Entweder nimmt man halt schnell dagegen was ein mit vielleicht einem Molotow oder sowas in der Banane. Also wenn du 2 Molotows tief wirst oder sonst was, dann holst du ja ein bisschen Zeit wieder raus. Ja. Nimmst halt die HE da, finde ich, hast einen Molotow, einen Flash und eine Smoke. Dann kannst du halt immer noch mal nachflashen und nachsmoken, hast den Druck aus der Banane. Oder spielst du es halt einfach komplett defensiv. Das wäre vielleicht sogar die klügere Variante. Ah, dieses Banane einnehmen, das spielt Fnatic ja überragend. Also, das haben sie perfektioniert. Oh, Struxi! Oh, den Frag muss er machen. Das ist halt das Spiel von ihm. First Track und danach Vollgas. Aber Klü hat auch Probleme da an kurz. Schwabli, schöne Posi. Macht einen. Oh, Ammo. Hat Glück, dass er da doch noch den Fokus auf ihn kriegt. Next kommt kurz, ist aber bekannt. Nate sitzt. Oh. Und der Frag gegen Tims. Sehr schön. Schön gespielt von Next. Und 10 zu 10. Aber auch eigentlich eine Runde, die hätte Team holen können. Denn Planet Key da. Planet Key irgendwie nicht ganz so. Weiß ich nicht. Also Frags sitzen auch bei den Jungs nicht so optimal gerade. Klü lassen sich da auch gerade. Klü, der Probleme hatte. Robson war es, glaube ich, auch. Die Nate sitzt gegen Dennis. Jetzt spielen sie es aber auch genauso, wie ich es gerade gesagt habe, also ganz, ganz defensiv. Wenn da gleich einfach auf Info Banane absmoken. Da war einer, Info bekannt. Probably sollte eigentlich als erstes smoken. Wäre sinnvoller. Mit Stavros seinen noch hat on spot. Ja, das war einer zu viel und das war auch unnötig. Stavros immer noch on spot. Stavros kann gut Zeit rausholen mit der Flash. Boah, ja. Da kommen halt einfach 2 Orkas ins Y. Dennis King Struxi, Klü und Nex bringen die Waffen durch. Aber da steht Robson. Oh, den hat Klü nicht im Auge, nicht im Blick. Nex macht den Frag gegen Robson noch. Aber jetzt haut er ab und bringt die Waffe durch. Oder? Boah. Schönes Brett von Tims. Und 5-1 als T. Gesicht. Let the flames begin. So ein bisschen. Echo bei Planet Key. AWP bei Dennis, also irgendwas muss ich da in den letzten Wochen getan haben bei Dennis. Vielleicht hat er
extra Trainingseinheiten geschoben mit der AWP. Ah, schönes Brett von Globe jetzt gegen Stavros. Was Next da machen kann. Fällt. Wird abgame von Amo. Nein, schon weit vor. Die haben das gut gespielt an Kleinen. Schon richtig viel Raum eingenommen. Oh, schöner Frag von Struxi. Wird dann aber genau direkt gerefragt und jetzt Trouble alleine gegen 4. Sieht zwar gut rum, aber dann ist zu wenig Muni in der CZ. Und die 12. Runde für Team 6:1 als T. Und Globe hat jetzt schon genauso viel Frags wie eben als CT. Ja, Meisterleistung. Ja. Ja, aber es ist halt, das schnelle Spiel liegt ihnen halt tatsächlich. Du hast tatsächlich recht. Vielleicht hätten sie wirklich als T anfangen sollen. Oder vielleicht wollten sie sich auch die starke Seite einfach für den Schluss behalten. Aber wenn du halt 15-0 verlierst, die erste Halbzeit, weil du halt die CT-Seite nicht unmöglich spielen kannst. Also, nee, nicht. Sollte man schon eher auf der Seite, wo man stärker ist, spielen. Robson pusht einfach raus, kriegt den Frag next mit dem Refrag. Schön von Globe gespielt, hat gutes Timing da. Ja, wird dann rausgenommen von Struxi. Vielleicht sitzt halbwegs gegen Ammo. So, was die jetzt gut machen, Planet Keys, die geben den Spot auf, also in dem Fall Struxi. Mir war das jetzt egal, Hauptsache er fällt nicht. Dann jetzt mit dem Frag, Refrag. 2 gegen 2. Struxi mit 23, Tims und Dennis 16, 25 HP, 45 HP. Struxi musste auf die Smoke warten im Haus. Flash kommt, jetzt kommt er raus. Dennis bekannt, Tims down. Kann Dennis eigentlich nicht mehr holen? Oh. Struxi verschießt. Der zieht durch? Nein, zieht nicht durch. Ah, gut gespielt. Oh. Boah. Also eigentlich darf Dennis den Frag da am Teppich überhaupt nicht mehr machen. Ja, passiert. Dann aber gut runtergespielt von Stavros. Verkürzen auf 11:12. Star Wars geht offensiv in die Banane und Tims mit dem schönen Headshot. So, jetzt nochmal gucken, was Bubbly da macht. Eigentlich nicht. Oh, kommt keine Smoke gegen Kabeltrommel, macht den ersten gegen Dennis, kann die Bombe ansagen. Struxi gegen Ammo. Oh, Bubbly. Move da gut weit raus gegen Tims, sodass Tims nachziehen muss. Ah, Bubbly spielt das gut. Aber auch Struxi, guten Support gemacht. Schön Struxi, schön Troubley. Gut zusammengespielt. Ja, das war gut gemacht von Troubley. Also hat eigentlich Gegenflash, hat den Frag gezogen, ist dann wieder ein bisschen defensiver gegangen. Sie haben auch wieder Kampf. Also ich glaube, wenn da eine Smoke gelegen hätte gegen Trubel, dann Dann ist die Kabeltrommelposition halt nicht mehr so optimal, also überhaupt nicht optimal, ja, weil man halt komplett weggesmoked ist. Aber gegen Teams wie Team, ist die Posi dann doch gut spielbar. Ich glaube, das machen sie jetzt das dritte oder vierte Mal, dass sie da Nex auf Action House boosten. Aufs Dach. Robson übers Haus, über Teppich. Hat aber gesteppt. Das hat Nex, glaube ich, im Blick. Das Timing mit der House Smoke. Da wird da viel Zeit raus, Nex. So. Globe geht aus dem Haus raus. Und die nehmen jetzt die Mitte ein. Also, es ist auch gut gespielt von Planet Key gerade. Ziehen sich aus der Mitte zurück, lassen den Raum da offen. Gehen da nicht unnötig auf den Frag. Lassen keine First Frag zu.
Und Team verschiebt zurück auf B und da. Ja, das riecht Trouble jetzt. Kommt die Info. Schöne Flash von ihm. Stavros mit dem ersten. Oh, Tims mit dem Refrag. Oh, schön von Trouble. Aber schön auch von Tims. 2 gegen 3. Wie durch die Smoke. Bisschen Glück gehabt, aber Klü mit dem zweiten gegen Glaub. Also ich bin schon mal mit meinem Tipp raus. Du bist sehr nah dran. Ich bin sehr nah dran, das ist richtig. Das war auch nicht anders zu erwarten. Also wer Tipps haben möchte, gerne immer zu mir kommen. Mhm. Wer gecarried werden möchte, gerne zu mir. Ne, Hacke? Ab und zu mal. So. Jetzt sind zwei. Und jetzt hat Bandicoot da besser als CT reingefunden. Steht besser gegen die Ghosts. Spielt halt das, was du gesagt hast, deutlich defensiver gegen die Jungs von Team. Das ist verhältnismäßig schon immer noch echt offen spielen. Ich weiß auch nicht, warum Stavros jetzt die erste Smoke wirft. Dann jetzt gleich den Schieber machen, eigentlich Stavros. Dann wird jetzt schon ein bisschen rotiert wieder. Klü kommt auch schnell ins Spiel. Klü hat da Probleme in der Mitte gleich. Klü gegen einen. Raus. Ja, das macht er gut. Zieht sich dann zurück, will nicht zu viel. Und jetzt haben sie eine 2-Mann-Überzahl-Situation. Und es wird schwer zu holen für Team. Next mit dem Frag gegen Globe. Boah! Von Ammo. Sei gegrüßt, Struxi! Und gute Nacht. Ja, aber Klü und Trouble. Gute Deckung. 14-12 vom Geld her. Sieht schon wieder schwer aus. Man kann zwar noch kaufen, aber die Runde oder ist vorbei? Ja, die Runde oder. Sollte es vorbei oder danach sein. Die Eco, ja gut. Aber wenn man die Runde jetzt hier abgibt, dann steht es 15-12. Dann kann man nicht kaufen, nicht wirklich kaufen. Und dann hat Planet Key einfacheres Spiel. Star Wars, der nur auf Schlitz schaut. Und das ist halt das Problem von Team. Sie spielen schnell und wenn es klappt, ist es gut. Und wenn der Gegner sich aber drauf einstellt, dann hat man halt nichts anderes, dem entgegenzusetzen. Das ist halt sehr, sehr leicht lesbar, das Spiel. So, das ist halt das Problem. Schön gespielt gegen Nex in der Mitte von Dennis und Robson. Und Strux hat schon verschoben. Und damit Stavros allein auf dem B. Oh, Klü ist bekannt. Ich weiß nicht, ob er mit Robson rechnet, doch. Ja, und das spielt jetzt wieder in die Karten für Planet Key. Klü hat da die Info für Mitte. Schöne. Der Molotov ist gut getimed. Kommt aber trotzdem vorbei. Ja. Ammo-Fail gegen Struxi, Refrag von Tims. Stavros, ganz toll. Stavros hat eine schöne Posi. Macht ein, macht zwei. Und Trouble mit dem letzten. 15-12. Wenig. Aber so wenig auch nicht, ne? 3-4, 3-7. Also kaufen kann man zumindest nochmal Galil und Akas. Sollte, ich dachte, sie hätten weniger. Aber rechnen war noch nie meine Stärke. Ernsthaft? Ja. Ach Quatsch. Ich trau's dir zu. Ja, es ist halt wenig Equipment, aber also, es ist nicht so, als wäre es so wenig Equipment, dass man es nicht holen könnte, ne? Durch meine 3 AKs, eine Galil, hat 4-5 Flashes. Kann schon klappen. Planet Key zieht sich auf dem A-Spot wieder sofort zurück, lassen die Mitte offen. Und Team nimmt die Mitte ein. Nate gegen Globe, 40 Damage. Oh,
Die gar nicht so schlecht von Struxi. Und der Move gut gegen CTBS. Oh, aber Dennis macht den Frag trotzdem. Klö gegen Dennis, Klö gegen Tims. Ja. Muss eigentlich das GG sein. Und Robson alleine gegen 4 mit der CZ. Macht einen. Kopf geschwungen. Ich mag ja GGs vom Matchende, ne? Da kriege ich richtig Pickel am Hintern von. Aber wenn das jetzt so ausgeht, dann bin ich näher dran dazu, wollte ich nur sagen. Das ist richtig. Aber Robson. Robson! Wenn Klü das verdaddelt, das wäre so eine Runde, wo Klü wahrscheinlich danach inaktiv geht. Da muss Klü gar nicht so fighten. Ja, aber macht er. Schade. Hätte Struxi verdient mit seinem frühzeitigen GG. Aber 16 zu 12.